Du siehst dazu, läuft auch nicht so leicht über die Lippen. Was denn? Ja, ich habe mit der Erlebnis, ja, sag ich schon. Wieso? Und das ist immer der Schuh abgejammer. Kann ich ja nicht sagen. Ich war wieder sehr nah am Burnout. Ich war bald Wiederholung. Ey, ich war mit einem Freund im Kiosk, ne? Dann stand man da so. Weil ich schon so eine Alte kenne, ne? So. Und machen wir so ein Gespräch und so, ne? Ja, hin und her, die hat dann was getrunken, hey, so Säckchen und so, jeder all, ne? Ja, ihr Soffen und so, jeder all, ne? Ja, und dann machen wir so ein Gespräch. Die wurde immer näher kommen, die so, ne? So, immer so neu bei mir, so, ne? Ja, was geht immer so nah bei mir? Ich bin schon so ein bisschen Sicki, ne? Ich wollte nicht so aufdringlich wirken, ne? Dann ist sie immer so am Riefen mit ihrer Titten hier, also mit ihrer Brust, immer wegen dem Arm. Ich sag, was ist das? Dann wird sie mit der Arm gell machen, oder was? Ja, und dann waren wir so am Reden. Zum Juni-Schluss bin ich mit der nachher hing in der Küche gegangen, ne? Der hatte hinten so eine Küche in dem Kiosk, ne? Ey, ich schwöre dir. Jung, so was hast du schon nie erlebt. Ich habe nicht auf der Spüle drauf gesetzt, mit am Arsch da, ne? Ich stund die Höhe war gleich. Alles fällt schon auseinander. Immer bin ich da so, weißt du, mich in so einem In der Küche? In der Einbauküche, ja, die haben wir dann schön in die Weide, ne? Keine Ahnung. In der Einbauküche. In der Einbauküche, so uns jetzt Schönes. Wenn der Zahranfeld, die Welt hätte ich im Zahranfeld gesetzt. Hättest du wenigstens eine heiße Arschkreie. Auf jeden Fall, ja, hab ich gesagt, ey, so hat das schon nie Sinn, Herr Dier. Ich wusste nicht, dass eine Frau so wegfeuern kann. Wie? Wegfeuern? Ich so, pah! Wie, pah! Was weißt du ja, nicht? Die so aus der Einbaut kriegst, so, weißt du, so, die Beine so, ne? Ich bin ja am komisch, aber immer, denk ich, was geht dann? Boah, ich bin so weggegangen, so ob die Sieg, weißt du, weggegangen, ob die Sieg, die hat mich vor angeputzt, ne? Volle Kanne, so, ich hab doch hier die Butze voll gehabt. Ich denk, boah, was ist das denn, du Drecksau, sag ich, was bist du denn da? Aber immer, ehrlich, mal die Butze nach Reinigung bringen. Auf einmal, ich denk, was ist das? Die hat Affenschosse. Da, ich muss so abgucken, weil ich nicht, dass das ein Typ ist oder so. Dass der da, boah, das ist so eine Spritze oder so Affe uns. Hör mal, die hat so Affenspur, das hast du schon nie gesehen, so hier. Hast du noch nie erlebt, oder? Nee, ich, so, aber richtig so ein Bohren, so. Bah! So richtig so. Wei. Hör mal, der Boden war richtig voll. Hör mal, wenn ich war mit den Füßen, so, das war wie so Kleber, wie Kleister. Wie so eine Kleber. Damit hätte sie eine Pinsel nicht mehr können, so hätte ich gleich, hätte sie mit tapezieren können. Wie Kleistewesen, Tapetenkleister. Hör mal, da ist schon nie Sinn so jetzt. Oh, nee, egal. Ich war voll der Schock für mich. Boah! Ja, und dann, was hast du dann gemacht? Ja, da war, ich wusste ja nicht, was ich sage, so. Da sieht sie da so. Oh, ich sag, was? Oh, das ist gut, was du jetzt machst, mit dem Boot versaut, sag ich. Was ist das denn hier? Ja, dann hast du das jetzt hier los, sag ich mich ein bisschen. Die sitzt vielleicht sitzt immer noch da. Ich weiß nicht, ob der Spüle, keine Ahnung. Ja, die Dinger sag ich dir, da fällt mir nichts mehr anhören. Echt, da fliegt mein Ei aus der Hose, wie ich das da mitkriege. Ey, also bei aller Liebe, Junge. Ja, ich bin froh, dass du so jeder lebst, Junge. Das sind Schocks in das. Das sind so Schocks für mich. Ich weiß ja nicht, wie ich das verarbeite. Vielleicht muss ich beim Therapeuten, Junge. Ich muss Therapie machen. Das ist doch nicht normal, so jetzt. Boah. Green Sally up, a green Sally down. Let's don't start